Verstaubt ist hier nur das Klavier, denn die Jungs von den Regensburger Domspatzen sind ziemlich cool. Christoph Preiß ist die Liebe zur Musik sprichwörtlich in die Wiege gelegt worden. Der Christoph war ein sehr unruhiger Schläfer. Und mein Mann hat mir dann oft die Aufgabe abgenommen und hat ihn am Abend also so an der Brust getragen und hat ihm das Lied Schlafkindlein Schlaf vorgesungen. Und ich weiß noch ganz genau, da war er so 1,5 Jahre alt und dann hat er das übernommen und hat dann eben selber auf, ich weiß nicht mehr, Bau oder gesummt, halt einfach die Melodie von Schlafkindlein Schlaf gesungen. Von klein auf begeistert für Musik zeigte sich auch Leonhard. Der hat bereits einen großen Bruder bei den Domspatzen, der die 8. Klasse besucht. Doch, das war schon eine Motivation. Der hat das gesehen, der hat auch die Buben gesehen, dass die also ganz normal wild rumlaufen, wie alle anderen Kinder auch. Aber dass sie halt singen. Und wenn man hier reinkommt, dann hört man einfach immer diese Kinderstimmen. Und das ist sehr schön. Christoph und Leonhard sind bisher aber noch keine Domspatzen. Erstmal testet Domkapellmeister Roland Büchner bei einem Vorsingen, ob sie musikalisch und stimmlich geeignet sind. Und das sieht in der Praxis wie folgt aus. Die Buben sollten ein Lied vorsingen, zum Beispiel Alle Vöglein sind schon da oder O du Fröhliche. Also ich finde zum Beispiel die Melodien so schön, manchmal von den Liedern. Oder wenn man einfach die Texte so singt, das ist ganz schön. Roland Büchner testet, ob sie einfache Tonfolgen nachsingen können. Oder ob sie gut artikulieren können. Prima. Mhm. Gut, Leonhard, wenn du den hohen Ton singst, lass deinen Mund schön in eine Ü-Stellung. So, ein bisschen nach vorne ziehen. Ü, ne? Okay, und probier's nochmal. Merkst du, dann klingt er noch für dich selber auch ein bisschen besser. Ganz gut gemacht. Auch auf die richtige Atemtechnik kommt es an. Sch. Oh. Jawohl. Mir hat eigentlich Singen und so immer schon Spaß gemacht. Büchner testet auch ihr Gefühl für Rhythmus. Mhm. Halte mal deine Hände schon bereit, damit du nicht so große Bewegungen machen musst. Achtung und. Das war ganz perfekt. Schön gemacht. Gut, du hast ein klasse Rhythmusgefühl. Meistens kommen die Eltern zur moralischen Unterstützung mit, wobei diese oft nervöser sind als ihre Kinder. Mhm. Ich mal da oben an bei Freude, aber in einer anderen Tonart. Ich habe normalerweise keine Nervosigkeit. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Nach einer Viertelstunde ist es dann auch schon wieder vorbei. Leonhard und Christoph haben es geschafft. Wenn jetzt noch die Noten fürs Gymnasium stimmen, dann sind sie im nächsten Schuljahr bei den Domspatzen. Dort bekommen sie eine super Schulausbildung und eine abgestimmte Tagesbetreuung. Und einen großen Vorteil gibt es auch noch: Singen hilft nicht nur beim Lernen, sondern, und das ist wissenschaftlich bewiesen, es fördert die Sozialkompetenz und macht ganz einfach glücklich. Ja, also, liebe Jungen, ihr habt gesehen, das ist alles gar nicht schwer und der Kopf ist noch dran. Kommt einfach zum Vorsingen, traut euch und schaut mal bei den Domspatzen vorbei.